So, da bin ich ja wieder. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Bam! Alter! Ich dachte schon, die werden böse und ich hätte gerade meine Attacke für die aufgeopfert. Das wäre voll traurig gewesen, so von Firma her. Okay, mit einer Bumblebee können wir uns mittlerweile andenken, das ist kein Ding mehr. Wir locken die eben auf eine freie Fläche, wo wir dann unsere Attacke... What the fuck? Wow! Die ist voll ausweich. Boah, Junge, die weicht immer aus. Okay, ich lock die jetzt auf eine freie Fläche und dann springe ich die an. Guckst du, gleich ist sie aufgeladen. Wann lädt sich denn das Timer wieder auf? So, jetzt ist sie aufgeladen. Und zack! Weg ist es. Kein Ding. Guck ich die Waffe an. Zack. Ich weiß nicht, wofür man es. Ich glaube, daraus kann man auch Garn machen. Zum Nähen. Ich will gerne eine Eisenrüstung. Oh, Höhle. Nice. Oh, Eisen. Ne, Silber, noch besser. Oh, zwei Silbernuggets. Ich will mir nämlich so einen Hanglider machen, wenn ihr. Das ist nämlich richtig cool. Sollen wir mal den Felsen hier wegspringen, aber der bringt uns so ungefähr gar nichts, wenn wir den wegspringen. Was ist denn das da? Das ist so irgendwas Böses bestimmt, oder? Ja, das ist sowas. Ja. Alter! Wow, da ist noch einer! Alter, der macht aber gut Damage, du. Okay, freie Fläche. Okay, da kommt das Scheißvieh. Okay, der war kein Ding. Dann ist der Nahkämpfer. Ja, wenn ich den anspringe, dann mache ich den auch fertig. Auch mit Hälfte Leben. So, komm her, wo bist du? Da. Du, der hat die gleiche Waffe wie ich, nur ich habe die aufgetuned. Und wenn ich den anspringe... Nein, das war viel zu weit gesprungen. Okay, sonst kann ich mich leider nicht mit dem anlegen, weil er die gleiche Waffe hat wie ich. Das heißt, er macht mich eher platt. Ne, ich habe die ein bisschen aufgetuned, aber die zwei Damage, bei der Hälfte der Leben, die ich nur noch habe, wird das nicht viel nützen. So, jetzt kann ich den wieder anspringen. So, jetzt ist er nämlich K.O. Hat zwar nicht die ultimative Leben verloren, aber jetzt mache ich den platt. Danke. Ich habe doch eben wieder irgendwas gedroppt bekommen. Wonach sah denn das aus? Achso, es war ein Bogen wieder. Alter, kann ich hier gut verkaufen, Leute? Und hier habe ich zwei Silbernugget, hier habe ich sechs. Ich glaube, der kostet 10. Boah, Junge, das ist so viel, ey. Das kann ich mir immer noch nicht leisten. Ich will so einen Hanglider haben. Und damit kann man einfach mal hier runterspringen und dann gleiten und man fliegt so weit. Oh, das sieht hier vielversprechend aus. Hier können. Achso, das. LOL. Höhle. Ah, Eisen. Auch nice. Eisen und Silber mag ich gern. Gold und Smaragd dürfen es natürlich auch sein, aber bitte mehr Eisen und Silber. Komm, einfach mal um zu leveln, töten wir jetzt die Fliegen. Wow, das war richtig dämlich. Okay. Gegen zwei mit 95 Leben, das schaffe ich nicht. Tobi, komm, mach dich mal von hinten platt. Nice. So muss das, Tobi. Wow. Was ist das da für ein Vieh? So ein Käfer, glaube ich. Alter, die betteln sich da oben weg. Ja, cool. Ja, der wird mir jetzt helfen, falls sie jetzt kommen. Ja, da kommt einer. So, und die andere ist da oben. Ne, erstmal will ich will diesen Käfer hier. Komm her, Käferchen. Ja, so ist gut. Boah, Junge. Der macht aber richtig viel Damage. Wow. Okay.
Jetzt weiß ich, wieso der dunkelrot ist. Ich muss immer ein bisschen wieder stehen bleiben, damit der... LOL! Boah, Junge! Mach den platt, Tobi! Na egal, wo sind jetzt die Megaberge? Da sind die Megaberge. Wo ich doch hin will. Wo ist der Tobi hin? Ah, Eisen und eine Höhle. Ach, da bist du, Tobi. Ah. Wow. So, finden wir hier noch irgendwo was? Das war sowas von klar. Boah, kommt schon, Leute. Ich brauche ein bisschen Silber. Ich will... LOL. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hi, Leute, und willkommen zur nächsten Aufnahme Season von Cube World. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und, wir suchen... Och, so ein Radieschen, ey. Komm, wir machen's schnell, okay? Okay, okay. Läuft. So, das war's dann auch schon von dem. Und was ich sagen wollte, wir suchen immer noch Höhlen. Und hier sieht's sehr vielversprechend aus. Ginseng ist immer gut, gut, gut. Hier können wir schön wegspringen, wenn wir das denn wollen. Und Tatsache ist hier eine Höhle. Mach die mal platt. Tobi, du sollst die platt machen. Oh, die hat einen Leftover. Fallen gelassen. Boah, Tobi, jetzt mach die doch mal alleine fertig, ey. Wo ist denn die? Ach, da. Boah, Jungs, ey. Viele wollt ihr mir denn noch schicken? Boah, Alter, es reicht doch! Und in dieser richtig mega großen Höhle noch keinen einzigen Rohstoff gefunden. Wahrscheinlich kommt gleich noch eine Fledermaus. Okay, hier können wir unsere Bombe benutzen, Leute. So. Und weg! So. Danke, liebe Bombe, dass du uns so einen schönen, großen Weg hier reingesprengt hast. Ich dachte, es ist jetzt hier eine schön laute Explosion. Aber es war gar nichts. Es war gar nichts. Und in dieser Riesenhöhle war auch gar nichts. Ich brauche doch nur so ein bisschen Silber. Was ist das denn? Pferde. So. Hier ist so eine Unterführung, in der aber auch nichts drin ist, bis auf wieder eine Fledermaus. Komm her, Fledermaus. So. Ach, kommt schon. Hier muss er irgendwo noch... Ja, Eisen. LOL! Ja. Kommt schon. Bitte lass hier irgendwo was drin sein. Ich brauche ein wenig Silber. Ja! Boah, egal, besser als nichts. Besser als nichts, Leute. Boah, Junge, wie viele sollen das darstellen?
diesen Zeitverschwendung. Damit verdient man ein XP, das ist genauso was wie Fledermäuse. Die macht man mit 200 Schlägen kaputt und verdient ein XP. Oh, hier können wir uns schlafen legen. Oh, das ist gut. So, dann schlafen wir mal die Nacht durch. Kollegas. Ich weiß nicht, ich mache einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Nacht vorbei ist. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder und es naht langsam der Tag. Ich habe ein wenig geschlafen. Und jetzt kann ich mich wieder an die Arbeit machen und ein paar Höhlen suchen. Und, ja, ich habe gerade mal so, während ich geschlafen habe, so ein bisschen nachgeguckt. Und ich merke, uns fehlt nur noch ein Silber. Oh, ein Smaragd. Uns fehlt noch ein Silber für einen Hanggleiter. Oder wir kriegen mit Glück, wenn wir das einschmelzen, aus einem Silber Nugget zwei Silber Cubes. Das wäre natürlich richtig geil, weil dann hätten wir einen Hanggleiter. Und was war das jetzt? Da habe ich doch was gesehen. Das ist ein Amulett. Jawohl. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Ja, nice. Jetzt sind wir schneller. Boah, komm schon in dieser Höhle. Bitte ein Silber. Ein verdammtes. Das ist so unfair. Fuck, wo geht's denn? Egal. Boah, Jungs, wie komme ich hier wieder raus? So. Und, ja. Ist ein wenig enttäuschend. War ich hier schon? Egal, hier ist nichts. Lass mich mal kurz auf die Map gucken. Ich bin mitten in den... nicht mehr in den Bergen drin. Ich gehe einfach mal so nach da und hoffe, dass da noch was ist. Hier war unsere Schlafmatte. Oh, guck mal, das hier sieht gut aus, wenn wir da nicht schon waren. Ah, hier ist noch eine Ginsenpflanze. Was ist denn das? Oh, oh. Nichts Nettes. Alter, das ist noch eins. Das ist rot, das hier ist orange. Das machen wir gleich fertig, wenn ich aufgeladen habe hier. So, gleich ist es soweit. Dann killen wir unseren ersten Lemon. Lol. Na gut, dann machen wir ihn so platt. Okay, ich würde sagen, den machen wir. Den hängen wir auch noch einfach dran. Einfach, weil wir es können. Wow. Okay, vergiss das. Oh, oh, da ist ein Bulle. Ja gut, der hat schon ordentlich verloren. Wenn wir den einmal anspringen, dann dürfte der nicht mehr lange mitmachen. Gut. Das war's dann von denen. Und hier habe ich gerade noch irgendwo genau die. Haha, das sind böse. Attacke! Oh Gott. Ja, so können wir das nämlich vergessen, weil wir nicht mehr allzu viele Leben haben. Und drei Spike Creatures sind dann ein wenig zu viel. Eine wäre ja ganz in Ordnung. Aber drei Nahkämpfer, du, die müssen wir schon anspringen. Was wir jetzt machen können. Nein! Geht doch nicht weg! Kommt her zurück! Ihr Viecher! Boah, Junge, die haben richtig kassiert. Nein, ich bin auch K.O. Oh Gott, ich werde sterben. Ich habe 6 Leben. Boah. Nein! Ja gut, du wirst sterben. Nein, nicht trinken! Nicht trinken!
Ah, wie unfair. Mach kaputt. Tobi, du schaffst das. Ich vertraue dir. Alter, jetzt kommen alle. Scheiße. Okay, keine Chance. Boah, ich würde sagen, wir machen uns langsam zurück zum Dorf. So, wir haben jetzt schon 10 Minuten ungefähr, wenn ich richtig bin, in meine Gedanken. Dann machen wir uns langsam zurück zum Dorf. Hoffen wir auf unser Glück, dass wir aus einem Silber Nugget 2 Silber Cubes kriegen. Okay, das sind lieber. Oh, ho, ho, vielleicht finden wir hier auch noch. Bitte, bitte, bitte. Alter, was war denn das für eine Fledermaus? Die hat mir 13 Damage gemacht. Voll die Megamaus. Na. So, wo geht's denn zum Dorf? Ach, wir gehen in die richtige Richtung. Hier haben wir nochmal ein Bett, wo wir uns kurz reinlegen, damit unsere Leben wieder voll sind. Das war's auch schon. Und dann können wir hier nicht. Ach, guck mal, wer da wieder ist. Ne, das sind andere, okay. Und zwar ist da ein Bogenschütze bei, der ziemlich gut Damage macht. Boah, Junge, voll der Skiller. Egal, halt keine Chance. So, wieder ein bisschen Kopper kassiert. Da hinten ist noch ein Bushboy, den wir jetzt anspringen. Und auf der Karte geht's in diese Richtung. Ich interessiere mich jetzt nicht an irgendwelchen Typen. Ich gehe jetzt ins Dorf. Ach, Tobi ist Level 3 geworden. Nice. Und ich bin Level 3 auch. Mit 56. Von 140. Können wir bald mal, wenn ich jetzt so coole Sachen mir gekauft habe. Alter! Das sieht böse aus. Das sieht ein bisschen gefährlicher. Die kann man auch zähmen. Und das sieht ein bisschen gefährlicher aus als Tobi. Obwohl, es ist der große Onkel von Tobi. So, ich muss den eben wieder ein bisschen locken. Oh Gott. Ich muss den ab und zu wieder locken, damit er mir hinterher und nicht regeneriert. Ich muss ihn einfach anspringen. Lade dich auf. Nein! Das ist, gibt es nicht! Boah, Gott sei Dank. So, ich gehe jetzt ins Dorf, liebe Leute. Tobi! Tag. Voll der böse Beiter. So. Da oben war wieder was. Irgendwas, was wir gerade platt machen können, mal ebenso. Ich find's nicht mehr. Finde ich hier irgendwo noch. What the fuck, wie sieht denn das aus? Voll nice. Wenn man hier runterfällt, kann man sich bestimmt ganz schön wehtun. So, hier ist schon wieder der Weg zum Dorf. Dem folgen wir dann doch einfach mal.
Nach Sela City, Sela City, Sela City. In 4 Minuten, da ist Sela City und in 4 Minuten ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Ach, was geht das doch schnell. Und es macht immer so viel Spaß, aber es ist so schnell zu Ende. Oh nein. Ja, ich greife dich nicht an, sonst muss ich erst meinen... Oh, hier können wir erstmal noch wieder Ananas sammeln, die die für uns ja gut nachgepflanzt haben. Weil da haben wir ja schon viele Ananas-Scheiben rausgemacht. Okay, da haben wir wieder voll. Und, ja. Wir müssen noch ein bisschen weiter hier. Das sind die ersten Häuser von Sela City. Was ist denn da? So, ja, okay. Oh, hier haben sie auch nochmal Ananas für uns gepflanzt. Lol, das sieht voll geil aus. Das müssen wir mal wegsprengen. So, hier können wir ja auch nochmal schnell neue Skills lernen. Och, Leutchen. Ja, ich bin schon dran vorbeigerannt. Ich honk. In den Dörfern kann ich mich nie zurechtfinden. Mami. Da ist das Hauptdorf. Ja, da hinten ist für einen Bogenschützen, für einen Ranger. Meins ist das da. Das ist meins.